Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von den Tutorials über Embroideryware. In Anlehnung an die Original-Tutorials werde ich heute nochmal ein wenig mehr auf die Icons und auf die Menüleiste hier eingehen. Und in den nächsten Tutorials werden wir anfangen, wirklich Sachen zu zeichnen. Also wenn ihr das hier überspringen möchtet, wenn ihr nicht mehr wissen wollt, oder noch nicht wissen wollt oder schon wisst, wofür diese ganzen Icons da sind, alle. Ich werde jetzt mehr oder weniger kurz oder lang darüber ein bisschen was erzählen und auch alle Öffnungs-, Import-, Exportmöglichkeiten ein bisschen darlegen. Hier oben auf File sollte jeder kennen, was man hier machen kann. Neue Datei erstellen, eine andere vorher gespeicherte Datei öffnen. Hier kann man irgendwelche bestimmten Patterns nochmal öffnen, die man vorher abgespeichert hat. Kommen wir später zu. Man kann bestehende PES-Dateien, also Stickdateien im PES-Format, importieren oder aber auch SVGs importieren. SVGs sind Vektorgrafiken. Wie das funktioniert, kommt auch in einem separaten Video. Hier kann man die Lettering- und Pattern-Files, die man sich zusätzlich bei Embroideryware kaufen kann, installieren. Hier kann man nochmal speichern, speichern unter, wie man es halt kennt. Hier kann man Fill-Patterns, also Fill-Patterns, Stitch-Patterns, was auch immer, alles speichern. Und hier kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, zum Export. Für mich als W6-Nutzer ist natürlich das DST-Format für Tajima am interessantesten. Aber es gehen, ich sag mal, die gängigsten Formate. Also, was heißt gängigsten Formate? Wenn man es in PES exportiert, kann man es immer noch jederzeit mit zum Beispiel anderen kostenlosen Editoren öffnen und in andere Formate exportieren wieder. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also, ich habe auch schon die Formate in PES gemacht und zum Beispiel mit MyEditor in, ja, .hus für Husqvarna Stickmaschinen und Co. exportieren können. Das ist überhaupt kein Problem. Diese drei Punkte, die sind schon seit über einem Jahr nicht in Benutzung. Also man kann hier klicken, was man möchte. Die sind vorgesehen, aber die haben noch keine weitere Bewandtnis. Kommen wir weiter zu Edit. Wer das hier nicht kennt, Undo heißt rückgängig, die letzten Schritte rückgängig machen. Man kann, ich weiß nicht genau, wie viele Schritte man rückgängig machen kann. Es gibt ein Limit, ich weiß es nur, ich habe es noch nicht abgezählt, keine Ahnung. Wenn man einen Schritt zu weit zurückgegangen ist, kann man natürlich Redo machen, wieder zurück. Dann gibt es die Standardbefehle Cut, wie ausschneiden, kopieren, duplizieren, einfügen an die gleiche Location, wo man sie auch her hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Striche hat und man sagt Copy und Paste at same location, ist es genau an der gleichen Position wie vorher. Dann, ich weiß immer nicht, wo das hier ist. Ich benutze nur noch die Shortcuts immer, aber ich glaube hier, Rotate, Select, Scale, Select and Move. So, zack. Und es war direkt an der gleichen Stelle wieder platziert wie eben. Ja. Hier kann man die Stiche einfach kopieren und in andere Stiche direkt einfügen. Wie das funktioniert, kommt auch noch in eigenen Videos nochmal. Man kann sie als Stitch-Patterns direkt auf irgendwelche Lines einfügen. Alles auswählen, alles abwählen wieder. Sollte man hinkriegen. Ich bin ehrlich, die Options habe ich mir selber noch nie angeguckt. Das sind Default-Options, wenn man bestimmte Sachen standardmäßig immer an- oder ausschalten möchte. Kann man das hier tun. Was ich öfter schon mal gesehen oder gehört habe, ist Lock at End und Lock at Start. Das sind die Lock Stitches, das heißt, er macht dreimal einen Stich beim Anfang eines neuen Objektes und dreimal einen Stich am Ende eines Objektes, um quasi die Stickdatei bzw. Stickmuster, das Resultat abzusichern, damit es nicht aufribbelt und Co. Das kann man sich überlegen, ob man das immer anhaben möchte bei jedem Objekt. Wenn man viel damit arbeitet und viel mit Underlay und so arbeitet bei Satin-Stitches, dann bei Satin-Stichen, dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich denkt, ja,
Ich brauche es doch nicht immer, sondern nur an bestimmten Stellen. Und hier ist es auch für Leute, die es nicht genau wissen, was das jetzt bedeutet. False heißt nein, also falsch. Und true heißt wahr, also ja. Also wenn ich auf true setze, heißt es, er macht am Ende, lock at end, am Ende einen Sicherheitsstich. Und bei lock at start ein Sicherheitsstich. Ja, am Anfang und am Ende. Aber braucht ihr euch jetzt auch theoretisch noch nicht merken. Wenn ihr es euch gemerkt habt, ist gut. Nur damit ihr das schon mal gehört habt. Habe ich auch noch nie verwendet. Bin ich ehrlich? Man wird hier. Ach, Canvas Color. Ja, logisch. Seht ihr? Das ist die Hintergrundfarbe, müsste es sein. Oder auch nicht. Naja, gut. Dann macht das nichts. Das will ich jetzt wissen. Ich habe keine Ahnung. What? Ach, Mensch. Ich Depp, das ist dafür. Das ist für den Stitch Simulator und für die 3D-Ansicht, damit man sieht, wie es im Hintergrund aussieht, damit man sagen kann, alles klar, ich habe einen Hintergrund, ich möchte auf dunkelbraun sticken. Wie sieht denn das aus? Da sieht man, sieht nicht cool aus. Ah, siehste, und jetzt macht das auch so. So, ich gebe zu, ich habe es vorher noch nie gebraucht, weil, ja, nutze ich kaum. Also, ich mache immer alles auf weiß, aber jetzt seht ihr, so kann man es halt auch noch ändern. Bei View kann man die Toolbar ausschalten. Macht jetzt nur nicht so viel Sinn, außer man benutzt wirklich nur die rechte Seite. Das sind nämlich die Tablet-Symbole. Was das genau bedeutet, kommt da auch noch zu. Die Statusbar ist unten. Da ist ein Flugzeug gerade. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier unten steht Select Object by Clicking on It. Das heißt, ja. Selektiere ein Objekt, indem du auf es klickst. Die kann man da auch ausschalten. Die Tablet Toolbar, das ist rechts. Und die Applic Toolbar ist ebenfalls rechts. Kann man ein- und ausschalten, je nachdem, was man lieber haben möchte oder auch nicht. Bei Windows kann man auch noch, ja, Dutzend Sachen machen. Man kann sich neue Dokumente erstellen. Man kann sie nebeneinander. Kaskadieren müsste übereinander, genau sein Teil. Vertical, das müsste nebeneinander, ja, vertikal nebeneinander und horizontal nebeneinander angeordnet, genau. Alles schließen möchte ich natürlich jetzt nicht und das Aktive auswählen. So, und bei Hilfe gibt es ganz viele Sachen, wo man direkt auf die Facebook-Seite kommt, Facebook-Gruppe. Da bin ich auch sehr aktiv und da wird einem auch immer geholfen, wenn man irgendwelche Fragen hat. Die offiziellen YouTube-Videos von Embroideryware. Und bei About kann man immer auch nochmal gucken, welche Version man hat, um auch zu gucken, ob es gerade ein Update gibt oder jegliches. So, kommen wir hier unten mal hin. Das sind im Grunde die gleichen Punkte, die man auch aus jedem anderen Programm im Grunde kennt. Neu öffnen, speichern, drucken, was nicht geht. Druckvorschau zurück, wieder hinmachen und wieder hinmachen ist auch eine schöne Beschreibung. Wiederherstellen und rauszoomen, reinzoomen. Hier kann man den Zoom-Faktor direkt einstellen. 100% ist ja 100%. Mit Rechtsklick kann ich übrigens den Hub, also den Rahmen hin und her schieben. Mit Linksklick kann ich nichts machen, aber dafür mit dem Mausrad rein und rauszoomen. Ja, wenn man hier direkt auf das klickt, ist man direkt bei 100%. Hier ein sehr direkter View nochmal, ein Zoom. Das hier hatte ich schon vorher gezeigt, das ist der Stitch Simulator. Hier kann man angeben, wie viele Stiche pro Sekunde er simulieren soll. Hier sagt man das Start und das Ende an und dann gib ihm. Ja, wie man sieht, sieht man nichts, weil ich zu weit reingezoomt habe. Ja, ist ja gut. So, dann gucken wir es nochmal so an. Zack, 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 zack. Und so würde die Nähmaschine das auch sticken dann. Oder Stickmaschine, je nachdem, was ihr zu Hause habt. 3D ist eine schnelle Vorschau, einfach nur. Hier, wenn man einmal mit der Maus drüber geht und ein bisschen wartet, sieht man schon, was es ist. Unselect All, das heißt alles abwählen. Inverse Select bedeutet, ich habe Variante 1 angewählt und das Variante B nicht. Drücke ich hier drauf und er wechselt, wie man hier direkt sieht. Wieder Select All, alles selektieren.
Unselect heißt, ich möchte das jetzt nicht haben und das hier auch nicht mehr. Na, so. Und Select heißt, ich wähle wieder das hier aus und das hier auch. Also eine Einzelauswahl. Direkt daneben das Line-Tool hatte ich schon im ersten Video gezeigt. Direkt daneben ist das Curve-Tool. Wie man im Tooltip schon sieht, Use Spacebar to Toggle Line bedeutet, wenn ich jetzt von der normalen Linie auf die Kurve wechseln will, drücke ich einfach Leertaste. Zack, ich habe extra doll drauf gedrückt, damit man es hört. Und jetzt 1, 2 und der vierte. 1, 2 und der vierte. 1, 2 und der vierte. Ja, ich kann nicht bis 14, genau. 1, 2, 4. So, wie ich ja schon im ersten Tutorial gesagt habe, braucht man für eine Kurve mal 4 Punkte. Das ist 1, 2, 3, 4. Und hier kann man dann auch wieder alle Punkte ändern. Die nächste Sache ist wieder der Kreis, hatte ich auch schon gezeigt, ist keine Magie. Genauso wie die Line Columns, um Saturnstiche zu machen. Und auch hier gilt, wenn man auf die Kurven ändern möchte, drückt man ebenfalls Leertaste. Und man ist im Kurvenmodus. Zack. Und fertig. So kann man sehr schnell Sachen digitalisieren. Text einfügen, Bild einfügen. Ja. Das werde ich selber nochmal mir angucken. Habe ich bisher noch nie benutzt. Aber da werde ich auch nochmal ein eigenes Tutorial für machen. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher, wofür das ist. Aber ist auch erstmal für viele Sachen noch nicht wirklich wichtig. Hier kann man Punkte editieren, sie bestimmt anordnen, spiegeln. Ihr habt es schon mal gesehen, damit man es in den folgenden Tutorials einfacher wiederfindet. Hier kann man unter anderem vorhandene Objekte quasi zusammenfügen, wieder auseinanderbrechen. Ja, alles später und nur erstmal ein grober Überblick. Pan Canvas heißt, ich möchte das hier bewegen, also anstatt der rechten Maustaste. Als kleine Info nochmal zwischendurch, unten in der Statusbar steht immer, was man jetzt machen müsste, um was nächstes, also den nächsten Punkt zu tun. Und click the starting point for the pan, also klick irgendwo hin, um das Verschieben zu starten, tue ich. Und jetzt steht, click the ending point of the pan. So, geklickt, vorbei. So, wenn ich das wieder, wenn ich irgendwann mal hier mich hin und her gezoomt habe und nicht mehr weiß, wo ich bin, klicke ich hier drauf und bin wieder in der Mitte. Hier kann man verschiedene Sachen noch cool einstellen und ausstellen. Zum Beispiel die Start- und Endpunkte. Grün ist der Startpunkt, rot ist das Ende. Ebenso kann man hier die Jump Stitches, die ich bei mir ausgeschaltet hatte, erstmal wieder einschalten. So sieht man auch hier, wo er eigentlich hingeht und man kann das komplett nachverfolgen, von wo nach wo er gehen tut mit den Jump Stitches diesmal. Und da sieht man schön, dass er eben von dem Kreis aus einmal rüber geswitcht ist und hier hoch zum letzten Saturnstich. Ja, da kann man das an- und ausschalten, da gibt es diverse Sachen, manchmal bringt es einem was, um besser zu gucken, also einen besseren Überblick zu haben. Manchmal braucht man die Stitches nicht. Dann braucht man wirklich nur die Outlines, um die zu arretieren, wenn man zum Beispiel Bitmaps digitalisiert oder sonstiges. Und diese beiden Punkte ist das Group und Ungroup. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Punkte habe oder mehrere Objekte, die ich öfter mal zusammen markieren möchte, kann ich die groupen. Und wenn ich jetzt hier rechts einmal etwas abwähle oder anwähle, wähle ich automatisch immer die Gruppe mit an. Das ist irgendwann sehr praktisch, wenn man zum Beispiel mal die Farben sich gruppieren möchte oder so. Und zu guter Letzt, das Delete brauche ich hier nicht erklären, das ist klar, das heißt löschen. Zu guter Letzt kann man hier den Hub, also den Rahmen einstellen. Hier sind einige vordefinierte Hubs schon. Man kann aber auch per Hand eingeben, das sind Millimeter, 100 Millimeter, also 10 cm mal 10 cm. Und Update. Fertig. Da kann man sich seinen Rahmen einstellen, den man in der Stickeinheit gerade besticken möchte. Und hier sieht man dann auch direkt den Rahmen. So,
diese Snap-to-Grid, Snap-to-Stitch-Marker sind manchmal auch ganz wichtig. Snap-to-Grid vor allem benutze ich auch sehr gerne, sehr oft. Wie man es jetzt gerade nicht so gut sehen kann, zoome ich mal jetzt ein bisschen rein. So kann man sehr cool seine Sticksachen direkt anordnen an das Grid, also an das Raster von dem Hub. Und so kriegt man sehr einfach fertige Geometrien hin. Hier hat er natürlich jetzt ausgerechnet, alles klar, das ist zu klein, was ich sticken könnte, deswegen mache ich direkt. Warum das so ist, ja, sei dem so gelassen, das Programm funktioniert halt sehr einfach im Gegensatz zu anderen Tools, deswegen kann man hier jetzt einfach die Stichlänge runtersetzen und er macht es so, dass die möglichst beste Grundfläche bestickt wird, um das coolste Resultat zu kriegen. Ja, das sollte es jetzt mal gewesen sein. Es war jetzt schon mal das längste Video, was ich bisher gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen größeren Einblick gekriegt. Und als nächstes müssten wir anfangen, mal wirklich was Schönes zu zeichnen. Dann werde ich auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie man Sachen vorbereitet und Co. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, ein Abo oder was man auch immer da immer zu sagt. Empfehlt es weiter. Ich kann es euch nur empfehlen, das Programm mal zu nutzen, auszuprobieren. 30 Tage kostenlos. Man kann damit nichts falsch machen. Ja, einen schönen Abend, Tag, Morgen euch. Wie auch immer, wann ihr euch das Video anguckt. Und bis bald.